Hallo und herzlich willkommen zurück zu Watch Dogs. Hey, das sieht gut aus hier. Ich habe vom Backup gebootet. Der Bunker wird schon bald wieder tuckern. Hatte gerade Niki dran. Deine Schwester? Geht's ihr gut? Wir holen sie zurück. Ich weiß, wie wir sie finden. Es war eine Durchsage im Hintergrund des Anrufs. Ich habe da irgendwas rausgehört. Einen Namen oder einen Ort. Kannst du das Audio bearbeiten? Es verständlich machen? Audiobearbeitung ist nicht meins. Aber schick, was du hast. Irgendwie kriege ich das hin. Okay, ich fahre wieder zum Bunker. Nein. Wir haben noch einen Job. Du glaubst nicht, was ich gefunden habe. Defaults Liebesnest. Holen wir uns zurück, was er uns geklaut hat. Das würde ich doch auch sagen, Leute. Und damit nochmal herzlich willkommen zurück zu Watch Dogs. Ich hoffe, ihr habt die Zeit ein bisschen verschmerzen können, in der jetzt keine Folgen kamen. Oh, das ist ein schönes Auto. So wie deine Mutti auch. So. Immer schön die Zeit auch ein bisschen beobachten, damit ich hier keine überlange Folgen bringe, weil die kann ich nicht mehr machen. Das geht nicht. Obwohl doch, es geht schon. Es muss ja bald vorbei sein. So ist es ja eigentlich. So, wir gehen mal zur Kampagne. Boah, du Sack. Ah, dann geben wir mal Gas, würde ich sagen. So. Das Auto gefiel mir ganz gut. Naja, geht schon noch. Ein Gangversteck ist da, aber das lassen wir. Wir konzentrieren uns tatsächlich nur noch auf die Hauptmission. So, und deswegen steigen wir jetzt hier aus. Spektakulär. Das Rattennest. Wir haben Defaults Aufenthaltsort. Jetzt hole ich zurück, was er stahl. Wenn er IREX Material auf dem Markt verkauft, war alles sinnlos. Ob es verschwindet oder öffentlich wird, ich hätte dann nichts mehr für Damien. Ja, wir müssen den Hacker auf jeden Fall finden. Oh Mann, ein Volltreffer. Wo bist du? Hier ist so eine Webcam. Bin da ein Zugang? Also sieh dir an, was ich gefunden habe. So, gehen wir mal in den Laden rein. Da hinten. Dürfen wir da einfach durchlaufen? Offenbar ja. Da drüben, dieser blaue Punkt. Wie komme ich da jetzt hin? Na super. Ach so, wird das schon mal nichts funktionieren. Das war's, Mann. Ich höre auf, Gras zu rauchen. Ich habe Chips gegessen. Krass lecker. Alter, da macht man so viel Kohle. Oh. Das ist eine Knarre in seiner Hand. Ich wollte nur schauen, wie viel Kohle ich gerade habe. Ja, alles gut. Alles gut. Aber wir müssen dahin. So. Wo ist hier jemand Verdächtiges? Da.
Eieiei. Zack. Und pack schon ein. Die sind sauer. Vergiss das Zeug. Wir müssen hier raus. Sorry, Prinzessin. Ausgelöst und die Typen kamen angerannt. Und das auch noch recht schnell. Bleib in Deckung. Ich hol dich da raus. Ich hab was auf seinem Computer gefunden, neben diesem fucky Prototyp-Scheiß. Wo verdammt hat er das her? Oh Mann, ich bräuchte noch 10 Minuten länger. Was hast du gefunden? Auf seinem Computer. Ach so, eine Schwäche. Ich habe eine Schwachstelle gefunden. Er schleppt die Daten mit sich rum, also, am Mann. Wohl als Sicherheitsmaßnahme, aber er ist nicht so sicher, wie er denkt. Eieiei, na, das war dumm. Scheiße, komm. Oh, und T-Bone darf natürlich auch nicht sterben. Ist klar. Ach du Scheiße. Wow. Oh, T-Bone. So, wo sind hier noch welche? Du Wichser. Nimm den Wagen und hau schleunigst ab. Ich ruf an, wenn ich sicher bin. Lass dich nicht umbringen. Wo ist der hingegangen? Ich will in so einen Wagen. Oh, und noch eine Sache. Als ich in diesem Rattenloch war, habe ich bemerkt, dass der kleine Scheißer im CDOS rumgefummelt hat. Er hat Zugang. Und ich denke, du bist der Ziel Nummer 1. Default. Töten Sie alle Flixer. Fixer. Yeah. Eieiei. Wo sind die denn? Eieiei.
Scheiße. Hier ist eine gute Deckung. Aber erstmal die alte hacken. Ja, komm, die schalten wir aus. Und gut ist. So. Das ist eine gute Deckung. Sehr nice. So. Der Typ lebt noch. So. Töten Sie alle Flixer oder Fixer. Oder fliehen Sie. Wir haben uns für Ersteres entschieden. Ist cooler, finde ich. Oh. Notrufzentrale, welches Problem liegt vor? Die Cops sollen sich beeilen. Oh, fick dich doch, du Sau. Hallo? Ich glaube, er ist weg. So eine Fotze. So, Skillpunkte. 5 Stück. Beim Hacken haben wir schon alles. Dampfleitungen. Nö. 2 haben wir noch. Ja, da geht nicht mehr viel, ne? Da geht gar nichts mehr. Wir haben aber schon gut aufgerüstet, also so ist es nicht. Dann sparen wir uns die fürs nächste Mal auf. Hier, schon mal was von Dot Connection gehört? Das kennt doch jeder in Chicago. Na dann, holla die fucking ho. Was immer das ist, da treibt die Ford sich gerne rum. Mehr hast du nicht? Nur ein 6G USB-Stick voller Lesben-Pornos. Willst du den auch? Behalt den. Ne, den wollen wir auch. Die Tuss hatte Kohle. Oder der Typ. So, passt schon. 10.000. Wenn man jetzt hier so ein Kassenauto, also so ein Ding umfährt, was kommt dann raus? Geld auch? Ne. Okay. Was sagt die Uhrzeit? Bisschen noch, 2-3 Minuten. Okay. Wir schauen mal, wo es weitergeht. Ich steig mal um. Der gefällt mir noch besser. Ja. Coke for free. For all. So. Dann gehen wir mal hier zur Kampagne. Ich habe die Grafik ein bisschen reduziert, weil ich habe auch gehört, dass die Grafik so krass ist, dass sie gar nicht von dieser Welt stammt. Also, da haben wirklich andere auch Probleme. Das ist, da brauchst du wirklich einen PC, der gar nicht normal ist, würde ich sagen. Das ist ein Dampfrohr übrigens, ne? Das ist schon cool. Tut jetzt aber nicht so weh irgendwie, ne? Nur wahrscheinlich während es hochgeht, ist ganz ekelhaft. So. Brücke hoch. Hui! Und wieder runter. Oh, das mit den Dampfrohren ist irgendwie cool. Ich liebe Watch Dogs, Leute. Das ist echt ein richtig geiles Spiel. Muss man schon mal sagen. So, was können wir hier noch hacken? Hier können wir sprengen. Ah, ja. Zentrale, welche Art Notfall liegt vor? Ja, Polizei! Schnell! Komm schnell! Hallo, Sie müssen in der Leitung bleiben. Fotze.
Teufel. Boah, du Sau. Alter, lass es doch einfach bleiben. Missgeburt. Boah. Notrufzentrale, bitte nennen Sie die Art Ihres Notfalls. Wo ist der andere? Wo ist der andere? Du Schlampe. Ich muss die Augen. Ja, deine Mutter muss ich auch orten. Will ich haben. So. Ist es Dampfrohr, ist aber schon auch gut. Lang am Dampfen, ne? Das sind natürlich auch Sachschäden, die da entstehen. Das ist unglaublich. Sonst können wir fast schon alles hacken eigentlich. Ich glaube, wir können alles hacken. Oh! Ich glaube, so ein CTOS-Automat zu sprengen, während man daneben steht, ist, glaube ich, nicht so gesund. Scheiße. Naja gut, Leute. Naja gut. Dann würde ich sagen... Hey, bleib da, das Auto will ich. Gib her. Bewegung. Dankeschön. Hey, das geht aber nicht. Doch. Boah, du Fotze. Und wer hat sicher Kohle? Irgendjemand hat sicher Kohle. Egal. Jetzt ist mein Heck schon ein bisschen kaputt. Naja, egal. Wir fahren jetzt nochmal ganz kurz zu unserer Mission hin. Und versuchen niemanden mehr zu verärgern irgendwie. Das war ja vorher nur, weil der CTOS-Automat explodiert. Als ob wir da was dafür können. Vorher wissen die, dass wir den gehackt haben. Ich meine, auf unserer Stirn steht ja auch nicht Hacker dran. Hacker von hochkomplizierten technologischen Sachen, also ne. Okay. Die Default-Bedienung. Ich hätte mal gern noch einen Raketenwerfer irgendwie. Die Zahl der Stromausfälle steigt. Das CTOS funktioniert nicht. Da muss was passieren. Ehrlich gesagt, sind alle auf Sachen. Jedes Gespräch kann aufgezeichnet. Echt, oder? Oh, 13.000. Wird das jetzt eigentlich mal wirklich mehr? Das würde mich jetzt mal interessieren. Nein, es wird nicht mehr, ne? Ich weiß nicht, ob man da erst auf die Bank gehen muss oder wie auch immer. Irgendwo wartet auf jeden Fall ordentlich Fettkohle auf uns. Wie viel hat der? 8.500. Ein bisschen Geld noch verdienen. Es geht immer nur. Entschuldigung? Ja. Wenn du wüsstest. Nein, ich kann nicht. Ja, ich kann auch nicht. Meinst du? Ich weiß nicht mehr, was ich von dir. Gut, gut. Was ist denn... Alter! Ist er gerade da reingefahren und denn? Ist ja abnormal. War hier nicht irgendwo auch das CTOS-Ding? Ah, hier ist ein Geldautomat. ...182.000. Alter! Leck mich am Arsch. Oh, nein. 216.000.
Sollen wir mal gucken, was wir uns jetzt vielleicht kaufen können. Auto auf Abruf. Zum Beispiel. Leistung. ...25.000 kostet so einer. Der kostet 100.000. Können wir uns ja beide locker holen. Kosten alle gar nicht so viel eigentlich. Kaufen wir mal ein bisschen ein, komm. Motorräder. Gibt's da auch irgendwas Cooles? Der sieht geil aus. Muscle Cars. Die da unten sind noch nicht verfügbar. Aber für solche Autos will ich kein Geld ausgeben irgendwie. Keine Ahnung, Leute. Ja, so richtig fette Autos gibt's da eigentlich eh nicht. Sport. Vielleicht so ein paar... Deine Kutsche wartet. Ja, aber die Kutsche brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Heben wir nochmal die Kohle ab. So. Alter, wir machen echt gutes Geld, ey. Jetzt haben wir immer noch 35.000. So, da steht irgendwo unser Auto. Da hinten. Nice. Und das ist ganz kostenlos alles. Sobald man die mal gekauft hat. Oder freigeschaltet, wie auch immer. Das ist schon geil. Ja, dann parken wir den jetzt hier einfach mal. Und hoffen, dass er nachher noch da ist. Ansonsten... Oh Gott, macht er nicht Fensterscheibe kaputt. Na egal. Ich habe gedacht, man kann da vielleicht auch was raushacken aus den Automaten. Aber das geht, glaube ich, nicht. So Leute, jetzt bin ich aber gespannt, was in der nächsten Folge hier weitergeht. Bei die Default-Bedienung. Bin ich echt gespannt, was uns da erwarten wird. Und ja, ich hoffe, dass es euch gefallen hat und dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, Leute. In diesem Fall, ja, noch einen wunderschönen Tag. Bis dann, haut rein. Ciao.